Nadelhölzer im Außenbereich benötigen einen wirksamen Schutz vor Fäulnis und Bläue. Die Bondex Nadelholzimprägnierung Ultra, der Bondex Isolier- und Allgrund und die Bondex Dauerschutzfarbe schützen Ihr Nadelholz wirksam vor der Witterung. Bis zu 12 Jahre lang. Die Imprägnierung wird auf die rohe, unbehandelte Holzoberfläche aufgetragen. Sie muss außerdem trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. Reinigen Sie sie daher gründlich und schleifen Sie sie gegebenenfalls an. Beginnen Sie nun mit dem Auftragen der Imprägnierung. Rühren Sie das Gebinde gut auf. Tragen Sie die Bondex Nadelholzimprägnierung dünn mit einem Pinsel auf das Holz allseitig auf. Sie dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Bläue. Nach ca. 24 Stunden ist die Imprägnierung getrocknet und bereit für den Isolier- und Allgrund. Mit einem Sperrgrund für helle Holzfarben vermindern Sie das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. Außerdem wirkt er als Haftverbesserer für die nachfolgende Endbeschichtung und ist systemabgestimmt mit allen deckenden Bondex-Holzfarben. Nach ca. 24 Stunden ist der Sperrgrund überstreichbar für die Endbeschichtung. Die Dauerschutzfarbe bietet bis zu 12 Jahre Intensivschutz vor Witterungseinflüssen durch die Aktiv-Pro-Langzeitformel. Rühren Sie die Farbe gut auf und tragen Sie sie gleichmäßig mit einem Pinsel auf das Holz auf. Sie ist wasserdampfdurchlässig und führt zu einem natürlichen Abwittern, ohne dass die Farbe abplatzt. Die Bondex Dauerschutzfarbe gibt es übrigens in vielen verschiedenen Farben. Fertig! Die Sichtschutzwand erstrahlt in neuem Glanz und ist bestens geschützt vor der Witterung, sodass Sie lange Freude an Ihrem Holz haben. Übrigens, die Bondex Dauerschutzfarbe eignet sich auch wunderbar zum Schutz Ihrer Holzfassade oder des Carports. Probieren Sie es aus!